Zwei Menschen, die auf der Titanic zueinander finden. Von denen aber nur eine Person den Untergang des Schiffes überlebt. Die Liebesgeschichte von Jack und Rose ist so tragisch, dass Fans bis heute noch nach Wegen suchen, wie Jack vielleicht doch hätte überleben können. Und weil Science vs. Fiction beim Namen Jack ganz rührselig wird, gönnen wir ihm natürlich ein Happy End. Deswegen haben wir uns eine Historikerin geschnappt und checken mit ihr heute drei Optionen für sein Überleben. Tag zusammen, Jack Pop hier. Vor 25 Jahren kam die Liebesgeschichte von Jack und Rose bei uns in die Kinos. Was dabei aber auf jeden Fall nicht untergehen sollte, ist, diese Katastrophenfahrt der Titanic ist halt nicht nur ein Film. Diese gesamte Tragik und Dramatik hat tatsächlich stattgefunden. Jack Dawson gab es so zwar nicht, trotzdem gibt es natürlich einige Parallelen zu echten Personen mit teils krassen Überlebensgeschichten. Ob es Jack also vielleicht doch hätte schaffen können, das checken wir jetzt und zwar gemeinsam mit der Historikerin Janine Funke. Janine ist Redakteurin des Podcasts Terra X History, aber auch wissenschaftlich unterwegs. Sie forscht nämlich zur Militär- und Computergeschichte. Auch zum Wasser hat sie einen Bezug. Sie wohnt nämlich in Spanien und dort direkt am Atlantik. Janine, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Wenn wir jetzt zurückschauen, das ist ja schon eine Weile her, kannst du dich noch daran erinnern, was du gedacht oder gefühlt hast, als Jack da das erste Mal von uns gegangen ist damals? Ja, ich kann mich noch ziemlich gut dran erinnern. Ich war auch ziemlich jung noch, also 8 Jahre alt, als ich die VHS-Kassette das erste Mal zu Hause bei uns auf dem Sofa geguckt habe. Und ich war wirklich ziemlich traurig. Ich habe den Film echt oft geguckt und musste jedes Mal weinen. Heute kann ich das Ganze aus der Historikerin-Brille anschauen und da ist es ein bisschen nüchterner für mich, den Film zu gucken, aber trotzdem auch noch ziemlich emotional. Ja, ne, das hat einen ganz schön mitgenommen. Aber wir wollen ja deine Historikerin-Sicht jetzt haben. Und deswegen lass uns das Ganze doch mal von hinten aufrollen und genau mit dieser ikonischen Szene, wo er da entschwindet, starten. Und gerade weil das Ganze so lange her ist, brauchen wir natürlich noch mal einen kleinen filmischen Rückblick. Und den gibt uns freundlicherweise Lisa von Giga TV Mac. Hi Jack, in dieser Szene sehen wir die letzten gemeinsamen Minuten der beiden. Jack hilft Rose auf die schwimmende Wandverkleidung und spricht ihr vom Wasser aus Mut zu. You're gonna die an old lady, warm in her bed. Not here. Vor allem möchte er aber eines von ihr hören, dass sie überleben wird. I promise. Als schließlich tatsächlich ein Rettungsboot umkehrt, sind nicht nur die Schreie der anderen Passagiere verstummt, sondern auch Jack. Für ihn kommt die Hilfe zu spät. Rose hingegen löst ihr Versprechen ein. Sie wird vom Rettungsboot aus dem Wasser gezogen und überlebt. Danke, Lisa. Janine, wenn wir uns diese Situation von damals jetzt historisch mal anschauen, ist die Szene denn korrekt dargestellt? Ja, die ist schon ziemlich korrekt dargestellt, weil wenn wir uns jetzt historisch anschauen, wie viele Menschen am Ende überlebt haben, die im Wasser waren, dann können wir sagen, das war nur eine Handvoll. Also da sind schon ziemlich viele dann tatsächlich auch gestorben. Okay, aber liegt das daran, dass das Rettungsboot so spät umgekehrt ist? Also so ist ja im Film dargestellt. We waited too long. Also wie ist denn diese Rettung genau abgelaufen? Also wenn wir uns das historische Material anschauen und die Zeitzeugenaussagen, dann können wir auf jeden Fall sagen, dass Passagiere von dem Rettungsboot 14 in andere Rettungsboote umgestapelt wurden. Das hat natürlich auf jeden Fall Zeit gekostet. Und dann gibt es aber noch mehrere Punkte, die dazu geführt haben, dass das natürlich eine ganze Weile gedauert hat. Erstmal musste man sich natürlich durch die ganzen Trümmerteile und auch die Leichen kämpfen. Dann hat man nichts gesehen. Wir wissen ja, es war eine sternklare, mondlose Nacht. Es war extrem dunkel, es gab keine Lichtquellen. Und man hatte auch keine Scheinwerfer, wie man das jetzt im Film dargestellt hatte, sondern man hatte einfach nur Öllampen und die machen natürlich keinen großen Lichtkegel. Das heißt, da jemanden zu finden, ist natürlich gar nicht so einfach. Und wahrscheinlich kann man diese Zeiten auch gar nicht so genau einschätzen, oder? Also da hat ja keiner eine Stoppuhr gehabt. Nee, auf jeden Fall nicht. Also wir können das nachrechnen und ungefähr schätzen, aber es gibt, also wir können ja nicht in die Zeit zurückreisen. Also wir wissen nicht genau, wie lange das gedauert hat. Da hat keiner mit der Stoppuhr daneben gesessen und das akribisch aufgeschrieben. Das heißt, das ist immer eine Schätzung. Okay, im Film ist es ja jetzt so dargestellt, dass Rose eben die Glückliche ist, die auf dieses Rettungsboot kommen kann. Und das eben, weil sie sich auf ein Stück Treibgut gerettet hat. Und das war auch so ein Knackpunkt dieser ganzen Fandiskussion der letzten Jahre, ob Jack da nicht eigentlich mit draufgepasst hätte. Und das haben wir für euch schon mal besprochen, nämlich in einem Short, das ich euch hier oben verlinke. James Cameron hat dieses Experiment nämlich vor kurzem nochmal nachgestellt und hat tatsächlich eine Position gefunden, in der die beiden zusammen auf diese schwimmende Wandverkleidung draufgepasst hätten und auch beide den Oberkörper aus dem Wasser gehabt hätten. Janine, wäre das denn dann, wenn Jack damit drauf gewesen wäre, besser für ihn gewesen?
Also es wäre zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall seine einzige Chance gewesen, zu überleben. Wir wissen nämlich aus dem historischen Material, dass das Rettungsboot 14 tatsächlich nur Menschen von Trümmerteilen gerettet hat. Es gibt tatsächlich auch ein historisches Beispiel, nämlich den chinesischen Passagier Fang Lang, der ähnlich wie Rose sich auf eine Tür oder auf eine Tischplatte gerettet hat und dann in das Rettungsboot gezogen wurde. Er war aber schon steif vor Kälte und man dachte auch schon, er ist tot. Er hat aber tatsächlich überlebt und er war einer von zwei Leuten, die am Ende aus dem Wasser eben von den Trümmerteilen gezogen werden konnten und danach auch noch überlebt haben in dem Rettungsboot. Da muss ich ja vorstellen, die Leute waren schon eine Weile im Wasser, total unterkühlt und da noch die Nacht zu überleben, war natürlich die nächste Herausforderung. Okay, das heißt, er hat extremes Glück gehabt. Ja, auf jeden Fall. Aber ich sehe noch ein anderes Problem, wenn Jack das genauso gemacht hätte. Du hast ja gesagt, er könnte sich mit Rose auf die Tür setzen. Fang Lang hat man liegend gefunden. Er war sogar noch mit einem Seil an dem Treibgut befestigt, sodass er sich nicht selber festhalten musste. Und das macht auch Sinn. Es war ja extrem anstrengend. Und Jack war ja vorher auch im Wasser. Das heißt, er hätte extrem viel Kraft aufwenden müssen, gemeinsam mit Rose auf dieser Tür zu sitzen. Und ich muss sagen, ich bezweifle, dass er historisch gesehen oder auch biologisch gesehen dafür überhaupt noch die Kraft gehabt hätte, nachdem er eben im Wasser war, sich noch geprügelt hat und so. Also stimmt, ne? Das schwankt ja auch alles und du musst dich permanent koordinieren. Aber gut, dann haben wir zumindest auch eine Stellschraube, an der wir drehen können. Denn um das irgendwie zu überleben und Rose nicht zu gefährden, muss Jack also zwingend Ruhe bewahren und Energie sparen. Und da gibt es tatsächlich eine historische Person, die genau so überlebt hat und zwar sogar ohne Treibgut im Wasser. Wo diese Person im Film auftaucht, das zeigt uns jetzt nochmal Lisa. In dieser Szene befinden wir uns kurz vor dem Untergang. Das Schiff neigt sich schon langsam und alle an Bord flüchten in Richtung des Schiffhecks. Auch Jack und Rose. Als sich das Schiff aufstellt, klettern sie auf die Reling und warten auf den nun unvermeidbaren Untergang. Neben ihnen kauert ein Typ, komplett in weiß gekleidet mit einem Flachmann in der Hand, aus dem er sich erst kurz zuvor noch einen großen Schluck genehmigt hat. Er verlässt zusammen mit Jack und Rose als letzter das Schiff. Ja, und diese Figur fällt einem nicht nur ins Auge, wenn man den Film schaut, sondern tatsächlich auch, wenn man nach Titanic-Überlebenden googelt. Da taucht nämlich er hier auf. Das ist Charles Joukian, der Chefbäcker der Titanic, und der war Vorlage für diese Filmfigur. Der hat angeblich 2 Stunden im Eiswasser überlebt, wohlbemerkt bei knapp unter 0 Grad. Und ich gebe euch mal noch ein paar Beispiele, warum ich glaube, dass er genau die Ruhe weg hatte, die Jack dringend gebraucht hätte. Er war als Kapitän in einem der Rettungsboote vorgesehen, hat aber diesen Posten einfach nicht angetreten. Dann hat er, statt in Panik zu verfallen, von Bord erstmal so eine Reihe von Stühlen ins Wasser geschmissen, damit die Leute sich darauf retten können. Außerdem hat er es im Wasser bis zu einem Faltboot geschafft, sich dann aber dagegen entschieden, mit auf dieses Faltboot zu klettern, um die Leute, die da schon drauf sind, nicht zu gefährden. Und was ich besonders spannend, aber eben auch besonders passend zu dieser Szene finde, ist, der soll angeblich so entspannt gewesen sein, weil er besoffen war. Janine, das ist jetzt natürlich schön, wenn das irgendwie im Internet steht, tolle Story, aber ist das wirklich der Grund für sein Überleben? Also witzigerweise wurde das auch bei der Befragung im britischen Untersuchungsausschuss thematisiert und diese These hält sich ja total hartnäckig und wurde auch schon in älteren Filmen immer wieder dargestellt. Charles hat in seiner Zeugenaussage tatsächlich auch angegeben, ein halbes Glas Whisky getrunken zu haben, aber ob er deswegen wirklich überlebt hat, das halte ich für historischen Blödsinn und ich sag dir auch warum. 2 Gründe. Zum einen wird sich der Alkohol, der vielleicht in seinem Blut war und diese beruhigende Wirkung hatte, ja auch nicht ewig gehalten haben. Und der 2. Grund, ganz rein medizinisch, musste der Alkohol ja auch wieder abgebaut werden. Und das kostet Energie. Also ist am Ende ja ein Nullsummenspiel. Okay, halbes Glas Whisky klingt jetzt auch gar nicht so viel. Ich habe irgendwo von 2 Flaschen gelesen, also ja viel mehr. Ist der Rest dann auch so überzogen? Wir müssen dazu sagen, da ist auch viel Mythos dabei. Also Charles wird so ein bisschen als der Held dargestellt. Und das passiert relativ oft in der Geschichte, dass so eine Person rausgenommen wird und die ist dann der Held. Das sehen wir auch bei der Titanic. Viele Sachen, die wir jetzt hier so gesehen haben, die stimmen historisch gesehen so nicht unbedingt. Also zum Beispiel die Sache, dass er seinen Platz oder seinen Posten im Boot verweigert hat. Wahrscheinlich war es eher so, dass er auf eine Anweisung des Offiziers gewartet hat, die dann am Ende nicht kam. Dann diese Sache mit den Stühlen, die er ans Wasser geworfen hat, stimmt wahrscheinlich auch, aber war wahrscheinlich auch eine Menge Eigennutz dabei, weil er ja wusste, er muss auch selbst ins Wasser. Und dann die Frage mit dem Faltboot. Es heißt ja, er hat sozusagen, er ist nicht draufgeklettert, um die anderen zu schützen. Wahrscheinlicher historisch ist aber, dass er runtergestoßen wurde und deswegen keinen Platz auf dem Faltboot bekam.
Oh wow, miese Nummer. Okay, aber es ist halt ein Kampf um Leben und Tod, ne? Kann man sich irgendwie gut vorstellen. Aber es klingt ja tatsächlich wesentlich weniger heldenhaft, als das jetzt woanders beschrieben wird. Jetzt hat er ja am Ende trotzdem überlebt. Wie hat er das denn gemacht, wenn er jetzt nicht so abgeklärt oder so betrunken gewesen ist? Es könnte daran gelegen haben, dass er im Wasser keine wilden Bewegungen gemacht hat. Er sagt nämlich in seiner Zeugenaussage, dass er nur so ein bisschen hin und her gepaddelt ist und sich ab und zu hat er mal seine Füße und seine Beine bewegt. Und das ist tatsächlich eine ganz schlaue Strategie. Das würde man heute in der Seenotrettung auch so empfehlen. Okay, das ist schon fast eine geistesgegenwärtige Reaktion dann. Aber überlebt man damit wirklich 2 Stunden im Eiswasser? Die Frage ist, waren das wirklich 2 Stunden? Wir haben ja schon über die Zeitangaben gesprochen und die sind extrem kritisch zu bewerten. Also wir können das ja heute nicht mal nachvollziehen. Und diese Zeitangabe kommt jetzt von ihm selbst, von einer Person, die um ihr Leben gekämpft hat und extrem traumatisiert war. Das heißt, das ist vielleicht nicht die allerbeste Quelle, aber es gibt einige Faktoren, die sein Überleben auf jeden Fall begünstigt haben. Erstmal ist er wahrscheinlich einer gewesen, der als letztes vom Schiff gegangen ist. Dann hat er sich im Wasser nicht so viel bewegt und dann hat er ja auch noch das enorme Glück, so ein Faltboot zu finden. Also wenn all das zusammenkommt, dann steigt natürlich die Chance zu überleben. Ja, aber von dem Faltboot, hast du ja gesagt, ist er halt nicht aufgenommen worden. Das stimmt. Und dazu muss man auch noch sagen, dass das Faltboot nicht als Boot benutzt wurde, sondern als Floß. Das Ganze war also eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Aber auf dem Faltboot waren einige seiner Kollegen und es gibt die These, dass er sich zumindest so abstützen konnte an dem Faltboot, dass sein Oberkörper aus dem Wasser rausragte. Und das würde auch zu seinen Verletzungen passen. Da haben wir ja historische Daten zu. Also seine Füße waren geschwollen und das könnte darauf hinweisen, dass er eben nur mit den Füßen oder sozusagen mit den Beinen unten im Wasser war, aber der Oberkörper eben nicht. Okay, das heißt ja dann für Jack, wenn der das genauso gemacht hätte, ne? Also wenn er das wie Charles gemacht hätte, so vor sich hin paddeln, kein wildes Schwimmen, kein Rumprügeln, dann hätte er es zu diesem Faltboot schaffen können. Ja, das klingt jetzt nach einer schönen Geschichte, aber Jack hatte noch ein anderes, wichtigeres Problem. Er hatte nämlich keine Rettungsweste. Und die Rettungsweste hat dazu geführt, dass Charles nicht so viel Energie aufwenden musste, um sich im Wasser aufrecht zu halten. Und das muss man auch sagen, die Rettungsweste ist auch eine schützende Isolierschicht. Also man ist im extrem kalten Wasser und die schützt zumindest ein bisschen vor der Kälte. Und all das hatte Jack nicht. Das heißt, sein Überleben in dieser Situation wäre wieder ziemlich unwahrscheinlich gewesen. Und das ist auch das, was James Cameron gesagt hat in seinem Experiment. Der räumt dort Jack nämlich nur gute Überlebenschancen ein, wenn Rose ihm ihre Rettungsweste abgibt. Die hat er natürlich niemals angenommen. Deswegen sage ich, Jack, wenn du auf dem Schiff bist, einfach ein bisschen geistesgegenwärtiger agieren und einfach dann dort im richtigen Moment sich so eine Rettungsweste schnappen und mitnehmen, oder? Es gab auf jeden Fall genug Rettungswesten auf dem Schiff. Ja, und generell ist diese Schiffssituation wahrscheinlich die beste. Also ich meine, ein Großteil der Überlebenden hat es von dort auf eins der Rettungsboote geschafft. Das heißt, lass uns noch mal ein Stück zurückgehen und schauen, welche Chancen Jack da gehabt hätte. Lisa, erklär uns doch noch mal bitte die Situation aus dem Film. Frauen und Kinder zuerst. Nach dieser Devise werden die Rettungsboote im Film gefüllt. Doch viele glauben nicht an den Untergang des Schiffs und wollen auch nicht ihre Männer und Söhne zurücklassen. Auch Rose steigt nur unter gutem Zureden ihres noch Verlobten und ihres geliebten Jack in eines der Boote und springt kurzerhand wieder raus, um bei ihrem Jack zu sein. You're so stupid, Rose. Das gefällt ihrem Verlobten natürlich gar nicht und er jagt sie mit einer Waffe über das Schiff. Und zwar so, dass Jack und Rose in die Gänge flüchten müssen, die bereits mit Wasser gefüllt sind. Nur mit Mühe schaffen sie es wieder zurück an Deck des Schiffes, wo man gerade um die letzten Boote kämpft. Janine, wir haben gesehen, im Film darf Jack nicht mit, aber hätte er historisch gesehen denn überhaupt in eins der Rettungsboote gekonnt? Also er ist ja nicht nur ein Mann, sondern auch noch Passagier dritter Klasse. Hier müssen wir noch einen wichtigen Faktenfehler aufdecken, der im Film gemacht wurde, nämlich die verschlossenen Gittertüren. Die dritte Klasse hatte die ganze Zeit freien Zugang zu Deck, also die Gittertüren waren nicht verschlossen, aber die hatten natürlich einen erheblichen Nachteil, weil das Boot so konstruiert war, dass der Weg zu den Rettungsbooten von der dritten Klasse sehr, sehr lang war. Die waren nämlich auf dem Deck der ersten Klasse. Und dann kommt noch ein anderer Punkt hinzu, nämlich dass die ganze Crew und auch die Passagiere die Situation erstmal gar nicht so ernst genommen haben. Will you hold the boat a moment? I just have to run back to my room. Das heißt, viele Menschen haben sich gar nicht auf den Weg gemacht und gerade die Passagiere der dritten Klasse mussten auch erstmal ihre ganzen Sachen zusammenpacken. Das heißt, da wurde sehr, sehr viel Zeit verloren. Aber ich glaube, für Jack war tatsächlich die Tatsache, dass er ein Mann war, das größte Risiko, nicht zu überleben. Okay, das heißt, die hätten das Jack auch in dieser auf Leben- und Todsituation komplett verweigert.
Ja, auf jeden Fall. Also das Credo, Frauen und Kinder zuerst, das war total üblich und wurde auch auf anderen Schiffsunglücken genauso umgesetzt. Auf der Backbordseite war man da auch ziemlich strikt. Da hat man wirklich nur Frauen und Kinder auf die Boote gelassen, auch wenn da noch Plätze frei waren. Auf der Steuerbordseite allerdings hat man die Boote teilweise auch mit Männern aufgefüllt. Das kann man dann auch sehen an den historischen Daten, dass da auch Männer in den Booten drin waren. Allerdings wurden da auch irgendwann die Plätze knapp. We're running out of time. This strutting martinet isn't letting any men on at all. There's one on the other side letting men on. Well, then that's our play. Ja, das heißt, es ist eine Zeitfrage, ne? Und die verplempern ja total viel Zeit, ne? Diese Verfolgungsjagd mit dem Verlobten von Rose und das ganze, ja, Entkommen da. Es gibt eine Szene, da sind die dann schon wieder auf dem oberen Deck. Da ist eine Uhr im Raum und die zeigt 2.10 Uhr. Was bedeutet das denn für Jack? Also 2.10 Uhr, das sind 10 Minuten vor dem Untergang. Und tatsächlich 5 Minuten vor dem Untergang ist wahrscheinlich das letzte Rettungsboot abgelassen worden. Und an Bord waren 40 Frauen und Kinder und nur 2 Männer. Also für dich mal so eine Dimension. Das heißt, Jack hätte wirklich extrem großes Glück haben müssen und er hätte auch schnell sein müssen, um noch auf dieses Boot zu kommen. Okay, ich sehe schon, das wird mega knapp. Aber dann können wir an dieser Stelle ja nochmal zusammenfassen. Ja? Also, das mit der schwimmenden Wandverkleidung, das wird nichts, weil Jack da eigentlich mit Rose zusammen drauf muss, das aber zu viel Energie kostet und die hat er nicht, weil er sich vorher geprügelt hat. Das mit dem Faltboot wird nichts, weil er nicht geistesgegenwärtig genug war, sich eine Rettungsweste einzupacken und auch da im Wasser einfach zu schnell auskühlen würde. Und Nummer 3, die Sache mit den Rettungsbooten klappt nicht, weil er durch diese ganze Flucht vor Rose Verlobten einfach in Zeitnot kommt und das nichts wird. Aber wenn wir das jetzt mal so zusammenfassen und runterbrechen, dann ist ja eigentlich seine Liebe zu Rose das Problem. Ja, also eigentlich für Rose ja auch, weil sie bleibt ja auch wegen ihm auf dem Schiff. Und ich sag dir, die hatten eigentlich noch ein ganz anderes Problem, nämlich, dass sie schon auf dem Schiff die ganze Zeit im Kontakt zu dem echt kalten Meerwasser waren. Du meinst, das wäre ein Problem für beide geworden? Ja, auf jeden Fall. Es gibt auch ein historisches Beispiel, was das so ein bisschen belegt, nämlich ein Beispiel von Menschen, die zu viel Wasserkontakt hatten und dann gestorben sind. Es gab ja diese 2 Faltboote, die konnten nicht abgelassen werden, sondern wurden schon vorher vom Meerwasser weggespült. Und eins dieser Faltboote, das war das Faltboot, auf das sich unser Charles retten konnte. Und das zweite Faltboot, da konnten sich einige Menschen rein retten, aber da war Wasser drin. Und diese Menschen hatten natürlich die ganze Zeit Kontakt zum Meerwasser und von denen hat tatsächlich nur die Hälfte überlebt. Okay, krass. Und Jack und Rose, die sind ja an Bord auch permanent im Wasser und zwar komplett mit dem ganzen Körper. Und da haben wir noch nicht mal einbezogen, dass sie da auch irgendwie schwimmen und das Kind retten. Also da muss man schon sagen, das ist ein harter Schlag hier für die ganze Story. Beide hätten es wahrscheinlich schon auf dem Schiff nicht überlebt. Und diese ganze Fandiskussion um, wer schafft es noch auf die Wandverkleidung, ist eigentlich sinnlos. Das ist absurd. Ist gut, oder? Mhm. Schön, dass du da warst. Danke, Janine. Ja, danke an dich. Hat Spaß gemacht. Und dann geht auch raus an Lisa von GigaTV Mac, die uns diese filmischen Sachen so schön eingeordnet hat. Und wenn wir es jetzt schon essen, ne, müssen wir auch sagen, danke an die Schauburg in Dresden für das geile Popcorn und den geilen Kinosaal. Und sagt ihr doch mal bitte, wie hat euch diese Folge gefallen? Lasst dazu gerne mal einen Kommentar da. Könnt auch schreiben, welcher euer Lieblingsjack ist. Und vergesst bitte auf gar keinen Fall, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Dann können wir uns ganz bald wiedersehen mit einem neuen Film. Was wollen wir da checken? Pearl Harbor? Klingt gut, machen wir. Tschüss. Ciao. Her, da sind Videos am Start. Findet Nemo im Check. Oder GigaTV Mac.